Jetzt ist spannend, denn das System Paraíba, Trelland, bricht zusammen. Trelland ist der Versuch, das Ganze ein bisschen hinauszuzögern. Aber jetzt stellt sich die Frage, gibt es denn überhaupt eine Chance, dass man sich ja zurückbekommt? Wer haftet für diese Nummer? Schauen Sie sich diesen Film an, bis zum Ende. Dann verrate ich Ihnen, was wir im Einzelnen machen können. Hallo, ja, aus meiner Sicht ist klar, Trident und Paraíba sind das gleiche Schneeballsystem oder Multilevel-System, das zu einem Riesenschaden führt bei den Anlegern. Die werden ihr Geld nicht zurückbekommen, jeweils über ein weiteres. Wer haftet denn dafür? Natürlich diejenigen, die den Schaden ursprünglich angerichtet haben, indem sie ein solches Paraíba-Konstrukt und jetzt das Trident-Konstrukt als Fortsetzung aufgebaut haben. Das ist die oberste Ebene, das sind die Macher selber. Aber natürlich ist das Erfolgssystem davon abhängig, dass auf der Ebene der Influencer, der Vermittler, der Vertriebler, wie man früher sagte, die Leute es kaufen. Angeblich gibt es ja 150.000 Leute in der Community, halte ich mal für weit übertrieben, aber stolze Summe, wir haben ja gerade eine Zahl gehört, 1 Milliarde ist der Schaden oder das Geld, das dort eingesammelt worden sein. So wurde es vor kurzem gesagt. Was kann man tun? Also, es gibt einen direkten Schadensersatzanspruch gegen die Macher, natürlich vorausgesetzt, sie werden verurteilt. Dann kann man das Geld dann auch für diesen Zweck, zur Entschädigung für die Anleger heranziehen. Es sind Gelder da. Wir haben geschaut, es wird hier über Krypto eingezahlt und man kann die Spur des Kryptos in der Blockchain verfolgen. Und wir haben erhebliche Cluster gefunden, wo tatsächlich sichtbare Summen für die Entschädigung bereitstehen würden. Gleichzeitig aber natürlich der Beweis, dass nicht getradet wurde, denn dann hätte sich ja nicht dieses Cluster gebildet, sondern dann wäre das Geld mal wieder ein- und rausgegangen. Hat es aber nicht. Also von daher ein Beweis dafür, dass meine Einschätzung richtig ist. Aber auch alle auf der Influencer-Ebene, die dort die Videos gemacht haben, die das angepriesen haben, die in diesen Sitzungen teilgenommen haben, haben sich wahrscheinlich Strafe gemacht, aber auf jeden Fall, Fahrlässigkeit reicht, haftbar. Hier haben wir einen direkten Haftungsanspruch gegen alle diejenigen, die auf einer bestimmten Ebene im oberen Bereich dieses Multilevel-Systems die Werbetrommel gerührt haben und die Community zusammengehalten haben und tatsächlich oben in dieser Provisionspyramide stehen. Das ist ein Anspruch, den kann man Geld machen. Zivilrechtlich, ich glaube, keiner der Vermittler hat ja hier eine Chance dagegen. Geld genug werden sie haben, sonst wird es wieder schwierig für die. Ne? Denn auch wenn man sich Strafe macht, ist immer sehr hilfreich, dass man bemüht, den Schaden wieder zu beseitigen. Also, und es sind ja Millionen verdient worden von Einzelnen, muss man ja auch klar sagen, also Geld dürfte da sein. Also, strafbare Ansprüche, auch Schadensersatz natürlich darauf und Ansprüche gegen die Influencer, Vertriebler, diejenigen, die auf den Videos gesagt haben, dass das alles dort ist. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie mich an unter 0308 85970, dann können wir darüber sprechen.